Ah! Vielleicht sorgen, dass ich dich kille, sobald du alle vier Teile zusammen hast und mir den Kompass selbst unter den Nagel reiße. Falsch. Selbst wenn er komplett ist, muss der Kompass erst zu einem supergeheimen Ort gebracht werden, bevor er anzeigt, wo Captain Blades Schatz ist. Kannst also fürs Erste ganz beruhigt sein. Jetzt lasse ich die Zuckerpuppen tanzen! Vergesst die? Platt machen!
Ein Mann, zwei Knarren, Baby! Gut! Este es mi Boomstick! ¡Solo puede haber uno! ¡Vámonos, putas! ¡Ich zermatsch dich zu Hundekuchen! ¡Asche zu Asche! ¡Sand zu Sand! Von den Toten auferstanden, Pendejos! Finito! Herbert, der Typ, den du suchst? Ich habe ihn vor einigen Monaten mal an Bord genommen, weil er verdammt viel über Captain Blades Schatz weiß. Hab ihn dann wieder gekickt, weil... Naja, wirst ja sehen. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Lass es nicht zu sehr krachen. Oh, und falls Herbert nach mir fragt, sag bloß nichts. Bist, denk einfach Dr. Zed. Scheiße!
Marco nach dir. Hey, Caramba! Wieder so ein verblödeter Schatz. Jeder ein Löwenbändiger sein! Bei Schläge! Hier wirst du keinen Schritt. Mich hörst du nicht auf! Vorsprung sieht unheimlich genug aus, um Herberts Hütte zu sein. Nimm den Lift nach oben, klopf an der Tür und mach dich auf einen atemberaubenden Gestank gefasst. Moment! Sekunde bitte! Scarlet? B-
Bist du das? Ah, du bist nicht Scarlet. Aber ich rieche ihren Duft an dir. Sie will das letzte Kompassteil, richtig? Ah, ja. Komm, unterhalten wir uns, wir beide. Wie geht's? Wenn ich dir helfe, den Kompass zu komplettieren, wird Scarlet so glücklich sein. Oh ja. Aber nein, der Kompass allein wird nicht reichen. Sie muss wissen, wie sehr ich sie liebe. Die Bänder, ja. Besorg die Bänder, besorg die Bänder. Ich markiere sie dir auf deinem Echo. Was in der Art hatte ich befürchtet. Dann besorg ihm eben seine kleinen Liebesbotschaften so schnell du kannst. Sorry. Ihr seid alle tot! Kill!
erkennen! Vermüter! Ich freue mich schon drauf, dich zu killen! Du willst zu killen! Das war ein Schwächlinge! Ich bin keiner! Leck! Babylos, Putas! Blutiger Spaß in der Blut und Sonne! Ich sehe den Unterschied! Ich bin Eisen! Mit mir! Scarlett, ich hab dir einen Haiku geschrieben. Dein Hintern ist hübsch, dein Busen ist auch sehr schön, dein Gesicht ist auch schön. Nein, das sind 6 Silben. Ich hab versagt, alles ruiniert, Mist. Ah! Hiermit endet Geräusche der schlafenden Scarlett, Band Nummer 48. Oh, ist da wer? Oh, Mist. Crewmitglied beim Stehlen erwischt. Sie ist so ehrenhaft.
Durch mein Teleskop sah ich, wie sie ihm eine Waffe gab, um sich zu verteidigen. Als sie ihm ihr Schwert in den Leib stieß, wusste ich es. Sie ist die Richtige. Nummer 206. Ich nenne es Scarlett. Ich möchte dich überall berühren. Oh, Scarlett! Ihr seid alle tot! Oh Gott, du hast einen seiner Songs gefunden? Musikalischer Dünnschiss. Trotzdem, du hast alle seine Bänder gefunden. Bring sie ihm zurück und wasch dir hinterher die Hände. Hast die Bänder gefunden? Wenn du sie Scarlett zusammen mit dem letzten Kompassteil übergibst, muss sie mich zurücknehmen. Das letzte Kompassteil ist in dieser Kiste. Ist wohl eingerostet. Rostig, rostig. Schieß das Schloss einfach auf. Oh. Du hast das letzte Teil des legendären Kompass zerschossen. Ups. Sieht aus, als hättest du das letzte Kompassteil in Stücke geschossen, als du das Schloss aufgeballert. Okay, das ist schlecht. Nein, warte. Ah, ich kann das Teil nachbauen. Ich brauche nur die Teile dazu. Geh zur Washburn-Raffinerie. Los, los, na mach schon! Ugh!
Bin schon da! Mal sehen, ob die Wasser haben. Das ist der richtige Ansatz, du feiger Hund! Gib mir dein Wasser! Ich... Aktiviere Kampfmodus. Ich kann das letzte Kompassteil nachbauen, aber dazu brauche ich Polykrytenproben. Wenn du die besorgst, kann ich den Schlüssel rekonstruieren. Und dann gebe ich ihn Scarlett und er hilft ihr, den Schatz zu finden. Und sie heiratet mich und wir kriegen 100 Babys und ich werde ewig leben. Das wird das Paradies.
noch ein paar Stücke Polykritin. Ich habe den verlorenen Schatz des Sandes monatelang studiert. Ich werde den Kompass nachbauen. Für Sie. Fluche und entlöse mich nicht. Ich bin Zensorbot. Jegliches unschickliche Verhalten muss unterbunden werden. Ein Abartiger namens P3RV-E ist im Besitz sexuell und zweideutigen Materials. Bitte erwarte ihn für die Moral. Thank you.
weißt du, Scarlett ist bestimmt einsam. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, sie bereut, dass sie mich in die Rust Yards verbannt hat. Leuchtturm bringen. Das erfährst du, wo der verlorene Schatz des Sandes vergraben ist.
Jetzt wird aufgerüstet! Gut! Ich bin der Beste! Exekutionsprogramm.exe aus. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Danke für die Kohle. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich töten. Ja. Huh!
Ach. Du hast das Polykretin? Her damit! Und das dahin und das festziehen. Da ein bisschen was weg. Aha! Bitte sehr, das letzte Stück des Kompass. Gib es, Scarlett. Und auch die Bänder, dann liebt sie mich wieder. Und wenn nicht, dann folge ich ihr und erschnuppere sie und zwinge sie einfach, mich zu lieben. Hast du das Kompassteil? Gut. Gib Herbert jetzt das Geschenk, das ich dir mitgegeben habe, und dann komm zurück. Du verschwendest Zeit. Ein Geschenk? Von Scarlett? Ich wusste es! Ich wusste, sie mag mich! Oh, tut mir leid, Herbert. Oh, hatte ganz vergessen, dir zu sagen, dass du eine ziemlich große Bombe herumschleppst, oder? Entschuldige vielmals. Und jetzt bring das letzte Kompassteil her, damit wir erfahren, wo der Schatz ist. Ah! Ah! Herbert. Zeit, den Kompass zusammenzusetzen und rauszufinden, wo Captain Blade seinen Schatz versteckt hat. Hier, das ist mein Teil des Kompass. Nimm! Und jetzt? Kombiniere es mit den anderen drei gesammelten Kompassteilen auf dem Tisch da. Na also, der Kompass des Sandes. Bitte, nimm ihn dir. Ach, und jetzt haben wir einen Schatz zu finden. Bring den Kompass zum Magnus-Leuchtturm. Blade erbaute den Magnus-Leuchtturm wenige Jahre vor seinem Tod. Seine Notizen besagen, wenn man den Kompass auf den Leuchtturm bringt, zeigt er einem, wo der Schatz liegt. Andererseits stand in Blades Notizen auch, dass der Planet von vernunftbegabten Bratwürstchen regiert wird. Er war nicht mehr ganz dicht am Schluss. Ich glaube, du bist hier falsch. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst...
verdammt was! Kacke, das war mein Tod! Unsterblich! Gott sei Dank! Zum Teufel mit ihr, Sigmund Freud! Ich bin der Beste! Ich bin keiner! Was hörst du, was du zu tun hast? Wenn du vor mir beim Schatz bist, was nicht der Fall sein wird, aber nur falls, hüte dich vor dem Leviathan. Er hat Roscoe gefressen, wie ich vielleicht schon erwähnt habe, und laut Bates Notizen wird er die Schatzkammer bis aufs Blut beschützen. Und er klingt ziemlich sauer. Irre das alles, was?
Bist du oben auf dem Leuchtturm? Super! Finde einen Platz, wo du Blades Kompass hinstellen kannst. Dann sehen wir, wo genau der Schatz liegt. Gefällt mir! Greif ich mir! Und sie mit Kugeln vollpumpen. Ist. Ich habe alles ernst gemeint, was ich zu dir sagte. Du bist ein toller Krieger und ein echt aufrechter Abenteurer. Aber meine Männer und ich haben gerade den Ort erreicht, den der Leuchtturm angezeigt hat. Und so sage ich...
Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Wundervoll. Lass es nicht zu sehr krachen. Tja, die schlechte Nachricht ist, der Leviathan hat uns verschlungen. Die gute Nachricht ist, er bringt uns in die Schatzkammer. Aber die beste Nachricht ist, du erinnerst dich an mein Schoßtierchen Roscoe? Ich hab ihn gefunden! Zum Teufel mit dir, Sigmund Freud! Getötet? Was für ein Jammer! Naja, Vorsicht ist besser als heillose Flucht. Bis zum nächsten Mal, Kammerjäger! Oh, verdammt! Mir ist meine Pistole runtergefallen. Sei brav und nimm sie dir nicht, ja? Denn das wäre Diebstahl. Und Diebstahl gehört sich nicht. Jetzt gilt es, mein Freund, vernichte den Leviathan und der Schatz ist dein. Ja! Der verlorene Schatz des Sandes ist dein, mein Freund. Sie waren umwerfend, nicht wahr, Leine? Band beschädigt. Finde ich auch. Und den Leviathan töteten. Und als die Sonne über Pandora unterging, merkten die Kammerjäger, dass während sie Captain Blades Arsenal suchten, der wahre Schatz stets in ihrem Herzen war. Ende. Na, wie war das? Das Ende war ziemlich kitschig. Ja, irgendwie künstlich, nicht wahr? Und wie? Andererseits, du hast es sehr gut zu Ende erzählt. Für eine kleine Drecksweise. Danke. Ja, keine Ursache. Irgendwer muss diese Story schließlich mal erzählen, wenn ich nicht mehr da bin. Warum nicht du?
Ja, ich hab dich lieb, Marcus. Das ist schräg. Neues Spielzeug! Will! Fette Beute! Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Drei Worte, mein Freund. Kein Geld zurück.
Ich habe wichtige Neuigkeiten. Ein Hyperion-Ingenieur ist in der Wüste größenwahnsinnig geworden. Vielleicht haben die Alien-Dinger auf diesem Planeten seinen Geist verwirrt. Keine Ahnung. Hier, mein Plan. Du pumpst ihn mit Kugeln voll und er stirbt. Aber sei vorsichtig, er ist sehr stark. Du musst vielleicht ein paar Freunde mitnehmen zur Unterstützung. Hilf mir, Pandora zu säubern! Ah!
Come get your maker! Fight indeed! Oh.
Ich habe noch ein letztes übles Ding gefunden, das du bekämpfen musst, mein Freund. Ich weiß nicht, was es ist, aber du wirst es vernichten, weil du der Coolste weit und breit bist. Viel Glück. Ist dir wer gefolgt?
Ich werde hier sein und warten. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Ja. Oh, guck mal! Das ist...
Schweine!
Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. Lass es nicht zu sehr krachen.